Ja, ein frisches Päckle ist eingetroffen von den Cyberpiraten, die Bestellung, worauf ich schon länger gewartet habe. Das Motiv auf der linken Seite habe ich schon seit ein paar Tagen bei mir. Nur ich dachte mir, warte ich noch auf das Cover B. Nur bei den Cyberpiraten hat sich das Ganze etwas hinausgezögert, weil Not am Mann war und an Personalmangel, hieß es in der E-Mail. Na gut, ich war ja eh mit Walking Dead sehr gut beschäftigt mit den Episoden, da habe ich also noch Geduld gehabt. Nun kann ich beide mal vorzeigen. Das Motiv A ist immer noch natürlich original verpackt, wird wahrscheinlich zurückversendet. Und wir schauen mal kurz in den Film rein. Der New York Ripper. Mädchen, die in seine Fänge geraten, haben keine Chance. Lieutenant, er ist wieder dran. Wir haben eine Fangschaltung eingerichtet. Die Jungs sind unterwegs. Diesmal werden wir ihn ganz bestimmt erwischen. Hoffentlich hast du recht. Ihr blöden Bullen, habt ihr wirklich gedacht, ich hätte nicht gewusst, was ihr vorhabt? Ihr könnt mich nicht aufhalten. Niemand kann mich aufhalten. Die Todesschreie seiner Opfer hört nur einer, der New York Ripper. Ja, den Trailer habe ich etwas verkürzt und da waren schon ein paar Sachen mit dabei, was der Film zu bieten hat. Das wollte ich dann auf meinem Kanal dann nicht haben. Ja, das Durchblättern dieses Mediabooks erfordert etwas Fingerakrobatik. Da muss ich schon ein paar Stellen verdecken, die nicht unbedingt gezeigt werden müssen. Da hat es so ein paar Kandidaten drin im Bildformat. Es war die letzte Möglichkeit, das Mediabook für 30 Euro für Mediabook-Preise sich zu holen von den Cyberpiraten. Nur die Bestellung hat etwas länger gedauert. Ich bin froh, dass es heute angekommen ist. Natürlich habe ich nicht beide Mediabooks bestellt oder bezahlt. Das eine war storniert. Es geht um das Cover Motiv A, wo dann doch versendet wurde. Da war ich selber überrascht und ich habe es halt erstmal noch behalten. Wahrscheinlich werde ich es zurücksenden oder verkaufen, dass ich das in diesem Video zeigen kann. Ich habe die Nummer 492 von der Cover-Variante B. Das, wo auf 500 Stück nur limitiert ist. Der Preis ist gestiegen. Bis zu 50 Euro geht es hoch, 40 abwärts. Ein Tipp, wer es noch haben will. Ich habe letztens bei Medienversand.at gesehen für 37 Euro. Also das wäre eine Möglichkeit, wer Interesse und wer Medienbooks sammelt. Hier hat man noch einen guten Film, optisch top und die Qualität der Seiten und so, wie man es von XD gewohnt ist, auch cool. Wir hören uns bis zum nächsten Video.